Man solle nicht meinen, man könne sich vorstellen, wie alles kommen kann. Denn bei uns fing alles damit an, dass sich Frau Meier von den Meiers von gegenüber eine Bratpfanne leihen kam. Zuerst war ja gar nichts dabei, doch als nach 2 Monaten die Pfanne immer noch nicht zurück war, ließ meine Mutter bei einem Gespräch mit einer anderen Nachbarin, gerade als Frau Meier vorbeiging, den Satz fallen: Die Meiers von gegenüber müssen ja ganz arme Schweine sein. Die können sich nun nicht mal eine eigene Bratpfanne leisten, sondern müssen sich diese ausleihen und dann nicht mehr zurückbringen. Frau Meier ist darauf wohl vor Wut rot angelaufen und ziemlich zornig davongegangen. Allerdings habe ich es leider nicht selbst gesehen. Als Antwort lauerte Herr Meier meiner Schwester auf, als sie von der Schule kam. Er sagte zu ihr: Du bist genauso eine Schlampe wie deine Mutter, und versetzte ihr eine Ohrfeige und lief davon. Sie brauchte gar nichts erzählen, denn mein Vater hatte die Ohrfeige noch gerade eben durchs Küchenfenster gesehen, bevor Herr Meier sich aus dem Staub machte. Abends wurde dann Familienrat gehalten und es wurde beschlossen, den Meiers muss man eine Abrechnung verpassen, allein schon wegen der Ohrfeige. Also fingen wir fast generalstabsmäßig an, unseren Plan auszuarbeiten. Am nächsten Morgen wurde die gesamte Straße von lauten Schreien um 5.30 Uhr geweckt. Das kam daher, weil Herr Meier, der auf dem Weg zur Arbeit war, in unserer 1,80 Meter tiefen Fallgrube vor der Haustür lag. Und jedes Mal, wenn Frau Meier ihm helfen wollte, wieder herauszuklettern, schrie er noch lauter. Denn sein eines Bein hatte sich ganz schön im Stacheldraht verheddert, den wir unten in der Grube gelegt hatten. Es kam, wie es kommen musste. 2 Tage später ging dann das Auto meiner Mutter in Rauch auf. Die Feuerwehr fand einen roten Metallkanister nur 3 Meter vom Auto entfernt in einem Mülleimer, den ich sofort als den der Meyers identifizierte, weil der Boden des Kanisters vom Sohn der Meyers schon mal geflickt worden war und ich damals ihm dabei zugeschaut habe. Alles war klar für uns. Die Meyers sollten die Rache schon zu spüren bekommen. Zuerst schütteten wir ihnen Zucker in den Tank ihres Kleinwagens, dann ließen wir die Luft aus den Reifen und besprühten das Auto mit Farbsprays. So mancher Graffiti-Künstler wäre von unserem Werk begeistert gewesen. Nur eben nicht die Meyers. Die Antwort kam am Mittag, als wir zum Essen in der Küche saßen. Zuerst schlugen ein paar Luftgewehrkugeln in die Hauswand, bevor eine dann unsere Fensterscheibe durchschlug. Mir platzte der Kragen. Ich rannte ins Schlafzimmer meiner Eltern, schnappte mir das Kleinkalibergewehr meines Vaters, rannte in die Küche zurück und erwiderte das Feuer. Anscheinend muss ich sehr gut geschossen und den Schützen bei den Meyers getroffen haben, denn das Feuer wurde sofort eingestellt und man hörte Schreie aus dem Haus der Meyers. Die Freude über unseren Sieg konnte keiner von uns recht lange feiern, denn am nächsten Morgen fanden wir unsere Katze tot an unserer Hauswand festgenagelt. Jetzt war das Ganze kein Spiel mehr, denn wir hatten den ersten Verlust erlitten. Als Gegenmaßnahme präparierten wir einen Knochen mit Sprengstoff und legten diesen dann dem Hund der Meyers in seine Hundehütte. Am Abend hörten wir dann nur die dumpfe Explosion, als der Hund der Meyers samt seiner Hütte in die Luft flog. Dies nahmen die Meyers zum Anlass und bauten in das Auto von Onkel Bernd eine Bombe ein, weil sie dachten, es sei Mutters neuer Wagen. Es hat ihn dann in der Nacht erwischt, als er den Wagen angelassen hat, um nach Hause zu fahren. Seitdem herrscht bei uns Alarmstufe Rot. Die Fensterbank des Küchenfensters ist mit Sandsäcken befestigt worden, dahinter steht ein Scherenfernrohr und das Gewehr liegt parat. Wir haben einen Einsatzplan, sodass die Meyers rund um die Uhr beobachtet werden. Und sobald sich einer bei denen am Fenster blicken lässt, wird eine Salve rübergeschickt. Ebenso kommt ab und zu eine Salve zurück, wenn einer von uns nicht aufgepasst hat und die Meyers schneller waren. So geht das nun schon 4 Wochen. Doch heute holen wir zum letzten Schlag aus. Gefechtsmäßig, wie wir es in den letzten 2 Wochen geübt haben, robben wir auf den Dachboden, öffnen die Dachluke, reißen die Plane von der Abschussvorrichtung der Atombombe, visieren das Haus der Meyers an und als alles perfekt ist, drückt Mutter auf den roten Knopf. Mit einem lauten Fauchen verlässt die Rakete die Abschussvorrichtung, doch im gleichen Augenblick ertönt vom Dach der Meyers auch ein Fauchen. Die Raketen haben sich genau in der Straßenmitte getroffen. Da, wo unsere Straße, unsere ganze Stadt stand, erhebt sich jetzt ein großer Atompilz und zurück bleibt nur verbrannte Erde. Tja, nun sind wir alle tot, aber wenigstens haben wir uns von den Meyers nichts gefallen lassen.